Wir haben ein neues Videoformat für euch, in dem ihr fleißig mitdiskutieren könnt und natürlich eure Meinung mit uns mitteilen sollt. Und zwar geht es in diesem Format um Top-Listen, die ich hier regelmäßig vorstelle, euch präsentiere. Verschiedene Spielekategorien werde ich da in die Auswahl mit hineinnehmen. Ich fange, und das liegt ja auch sehr nah, mit meinen persönlichen Lieblingsspielen, meinen All-Time-Top-20 an, also meinen 20 Lieblingsspielen. Ja, ich habe schon gesagt, ihr sollt hier fleißig mitdiskutieren. Ich persönlich finde es auch sehr, sehr spannend, was eure Lieblingsspiele sind, wie ihr da zu diesen Listen steht, was ihr dort als Lieblingsspiele mit benennen könnt. Das ist für mich eine sehr, sehr spannende Geschichte. Ja, und stellt fleißig Fragen, hinterfragt auch meine Position hier, was die Spiele angeht. Und ja, ich starte, wie gesagt, mit meinen Lieblingsspielen und fange direkt mit der Nummer 20 an. Und mein Spiel, das in diese Liste mit hineingekommen ist und auf Platz 20 steht, ist Im Jahr des Drachen. Das Spiel ist von Alea und der Autor ist Stefan Feld. Im Jahr des Drachen ist ein Spiel, in dem man wirklich gegen allerhand ja, schlechte Dinge, gegen Unwägbarkeiten, gegen Hunger, gegen Krankheit, Mongolenstürme ankämpfen muss. Wir befinden uns hier im Jahr 1000 in China. So ist es hier hinten auch mit angegeben und wir sollen über ein gesamtes Jahr hinweg unseren Plan hier zur Vollendung bringen. Allerdings lauern hier diverse ja, negative Ereignisse auf uns. Gegen diese müssen wir uns wappnen und dabei gibt es hier noch ein schönes Versteigerungselement. Wir bauen Paläste, also Palastteile, in die auch Bewohner einziehen können und diese Bewohner geben uns natürlich Vorteile. Also hier muss man wirklich auf den Punkt planen, ansonsten gibt es hier, das kennt man ja von Stefan Feld, negative Punkte, Minuspunkte und das wirft einen natürlich sehr, sehr weit zurück. Das ist also meine Nummer 20 Im Jahr des Drachen von Alea. Ja, weiter geht es bei mir mit der Nummer 19. Und die Nummer 19 ist Lancaster von Queen Games, Autor hier Matthias Kramer. 2 bis 5 Spieler können hier ein bisschen Geschichte, europäische Geschichte mit erleben, mit neuschreiben. Hier geht es nach England. Ich zeige es auch mal hier auf der Rückseite. Hier hat man einen Ausschnitt von Südengland. Man befindet sich hier so im Zeitalter des 100-jährigen Krieges, also der Konflikt zwischen England und Frankreich wird hier auch mit ausgetragen. Das sieht man hier unten, die französische Küste ist mit dabei. Nach und nach versucht man hier seine Ritter zu erstellen, aufzuwerten, mit diesen Aktionen durchzuführen, sie auch in diesen 100-jährigen Krieg hineinzuschicken und dabei erfolgreich zu sein. Ein sehr, sehr schönes Spiel, das in einer kompakten Spieldauer ungefähr eine Stunde sehr viel Spieltiefe hineinpackt. Spiele ich immer wieder gern, ist vor allen Dingen auch für 5 Spieler mit geeignet. Also das macht es doch zu einem sehr, sehr ausgezeichneten Spiel. Also ich mag es zumindest sehr gern. Meine Nummer 19, Lancaster von Matthias Kramer. Ja, ich bleibe auch im Mittelalter und komme zu meiner Nummer 18. Das ist die Säulen der Erde und zwar inklusive der Erweiterung. Es ist ja ein Spiel zunächst für 2 bis 4 Spieler, ja, nach dem Roman von Ken Follett. Und dieses Spiel vom Kosmos Verlag hatte eine Erweiterung, wo es dann für 5 und 6 Spieler möglich ist zu spielen mit einem weiteren Spielplanteil, wo es neue Möglichkeiten gab. An dem Spiel gefällt mir vor allem diese Thematik, die Atmosphäre, das ist hier sehr, sehr gut umgesetzt. Man versucht die Kathedrale hier zu bauen, zeigt vielleicht hier auch mal von hinten. Hier hat man einen sehr, sehr schön gestalteten Spielplan. Hier die Kathedrale, die gebaut werden soll. Und es ist so eine Art Arbeitereinsatzspiel, wo wir also die Arbeiter an verschiedenen Aktionsorten einsetzen, die hier quer über den Spielplan verteilt sind, um uns Handwerker zu engagieren, die dann später an der Kathedrale mitbauen.
wir brauchen Rohstoffe, wir müssen diese Rohstoffe verarbeiten. Eine sehr, sehr schöne Umsetzung dieses Romanes und spielerisch auch ein ja, sehr angenehmes Spielgefühl. Es gibt eben durch diese Erweiterung noch mehr Möglichkeiten. Tolles Spiel in toller Atmosphäre, das für 2 bis 4 mit Erweiterung bis 6 Spieler geeignet ist. Also die Säulen der Erde, meine Nummer 18. Ja, so langsam schreite ich voran. Ich komme wieder zu einem Spiel von Alea, meine Nummer 17. Und zwar heißt das Notre Dame, ist auch wiederum von Stefan Feld und wie gesagt vom Alea Verlag. Und hier finden wir uns in Paris wieder. Auch das Mittelalter ist hier wieder Thema, und zwar etwas später, im 14. Jahrhundert. Wir haben hier verschiedene Stadtviertel von Paris mit der Kathedrale, die hier im Mittelpunkt so nach und nach auch eine Rolle spielt. Die Spieler haben bestimmte Karten zur Auswahl, die auch ein sehr interessantes Verfahren haben, wie diese Karten genutzt werden bzw. ausgewählt werden. Da wird das über dieses Weitergeben der Karten, also man wählt sich eine aus, dann werden die Karten weitergegeben und wie es eben auch bei Im Jahr des Drachen der Fall war, kämpft man hier wieder gegen negative Dinge und zwar gegen die Pest, die Rattenplage, die Pest hier nach Paris hineinbringt und diese muss man abwehren. Dafür gibt es verschiedene ja, Gebäude in den eigenen Vierteln. Man kann dort über den Einsatz seiner eigenen ja, Arbeiter, seiner eigenen Leute versuchen, diese Rattenplage abzuwehren und natürlich auch hier zu Siegpunkten zu kommen. Tolle Atmosphäre, tolles Spiel. Und ja, ich mag eben auch dieses Kämpfen gegen negative Punkte. Deswegen ist auch Notre Dame hier mit in meiner Liste dabei. Auf Platz 17 Notre Dame. Ja, weiter geht es in einer Zeit, die ja doch etwas länger zurückliegt, nämlich die Steinzeit. Deswegen Stone Age auch natürlich in meiner Liste dabei. Auf Platz 16. Und in Stone Age geht es, wie gesagt, um die Steinzeit. Hier versuchen wir mit unserem Stamm auf dem Spielplan ja zum einen Fortschrittskarten zu bekommen. Wir versuchen Hütten zu bauen, um den Stamm zu vergrößern. Wir müssen allerdings den Stamm auch ernähren und das Ganze auch über Rohstoffe versuchen. Also diese Rohstoffe braucht man eben zum Hüttenbau oder eben auch hier für diese Karten. Die Grafik ganz fantastisch, hier von Michael Menzel in diesem Fall. Und das Schöne hier, das ist, dass der Einstieg nicht so schwierig ist, da hier auch das Glückselement eine Rolle spielt. Wir haben hier Würfel, man würfelt um diese Rohstoffe, auch wenn man diese Würfel hier beeinflussen kann. Indem man sich Werkzeuge organisiert, kann man da nämlich Würfelwerte verändern. Sehr schönes, kurzweiliges Spiel, das auch in einer tollen Atmosphäre spielt. Stone Age, meine Nummer 16 von Hans im Glück Verlag. Ja, dann habe ich schon die ersten 5 Spiele meiner Top 20 hier vorgestellt und ich mache aber direkt weiter. Wir kommen wieder zurück ins Mittelalter, ein sehr beliebtes Thema. Auch beim nächsten Spiel, nämlich Troyes von Pearl Games, ein ja, sehr, sehr interessantes Spiel, eine Mischung aus Würfeleinsatz und Worker Placement, also Arbeitereinsatzspiel. Man hat hier so ein bisschen den ja, Plan von Troyes. Es geht hier darum, die Würfel in bestimmte Viertel einzusetzen, um eben dort Aktionen durchzuführen, eigene Leute dort zu platzieren. Nebenbei sollte man sich auch noch Karten mit diesen Sonderfunktionen besorgen. Diese Karten, diese Personen, Charaktere, die sind natürlich auch in diese mittelalterliche Welt schön eingepasst. Also eine sehr, sehr schöne Herausforderung, dieses Troyes. Und ich würde sagen, diese Mischung aus Würfel und Personaleinsatz, das ist wirklich eine sehr, sehr tolle Geschichte. Also mir gefällt es sehr gut, ich mag es sehr gern, auch wenn es natürlich deutlich anspruchsvoller ist, als zum Beispiel das Stone Age bei Stone Age der Fall ist. Troyes, meine Nummer 15.
Ja, aus Frankreich geht es jetzt nach England und zwar in die Hauptstadt nach London. Das ein Spiel von Martin Wallace, Toy Frog Games, das hier dieses Spiel. London ist schon eine Besonderheit, denn hier hat man auch wieder diesen Plan von London eingeteilt in die verschiedenen Bezirke. Es geht da auch um Karten. Also es ist eigentlich eher ein Kartenspiel, wo eben der Spielplan mit gebraucht wird. Und der wird gebraucht, um hier einzelne Viertel auch in Besitz zu nehmen, dort eventuell auch U-Bahnen zu bauen. Also hier der Beginn des U-Bahn-Baus ist hier auch mit dabei. Ja, und diese Karten zu nutzen, deren Fähigkeiten optimal einzusetzen, das ist hier die Kunst in diesem Spiel. Und das macht mir persönlich sehr viel Spaß, dieses Kartenmanagement. Also so gibt es hier Siegpunktkarten, es gibt Karten, die besondere Funktionen haben, die man doppelt nutzen kann, zum Beispiel alles mit historischen Abbildungen oder Personen besetzt. Also hier findet man wirklich Geschichte Londons in einem Spiel wieder. Tolle Sache, also eines meiner Lieblingsspiele auf jeden Fall. Ja, so, das war jetzt die Nummer 14, dann geht es weiter mit der Nummer 13 und da geht es hinaus in die weite Welt. Vasco da Gama, der große, ja, Entdecker, der Seefahrer, das ist meine Nummer 13. Das Spiel von Vozio Game, italienischer Verlag, Paolo Mori hier der Autor. Und bei Vasco da Gama geht es unter anderem um das Entsenden von Schiffen auf diese Handelsrouten hier. Dafür braucht man natürlich zum einen das richtige Schiff. Man kann sich hier Schiffe organisieren. Hier holt man sich Matrosen und natürlich auch einen Kapitän. Ein Schiff ohne Kapitän geht natürlich nicht auf Reisen. Ja, und das Ganze auch hier mit verschiedenen Charakteren, die sehr, sehr hilfreich sein können, um die Schiffe zu entsenden. Ja, und diese wandern hier Schritt für Schritt immer weiter in die neue Welt hinein. Das Schöne ist hier, dass diese Aktionen ja versteigert werden. Man hat ein sehr, sehr schönes System. Man hat eine Karte, die zeigt quasi, ab wann garantiert eine Aktion kostenlos ist oder ab wann das Nutzen einer Aktion kostenlos ist. Aber das wird, nachdem alle Spieler eingesetzt haben und vielleicht sogar gepokert haben und Aktionssteine genommen haben, die früher positioniert sind, ab da wird eine neue Karte noch aufgedeckt und man sieht, okay, die Kosten werden entweder teurer oder niedriger. Also das ist sehr, sehr gut gemacht und man hat vielleicht nicht so dieses Seefahrergefühl bei dem Spiel, aber diese Verbindung der Aktionen und auch das Spiel an sich sind schon sehr, sehr gut gelungen und deswegen ist es auch hier eines der Spiele, die ich überhaupt mit am meisten gespielt habe, ist jetzt von diesen Vozio Game Titeln, die ja immer sehr anspruchsvoll auch sind, eines der leichteren Spiele, das muss man ganz klar sagen. Also Vasco da Gama auch mit in meiner Liste auf Platz 13. So, jetzt habe ich hier kaum noch Platz, aber für die Nummer 12 habe ich auf jeden Fall noch Platz. Race for the Galaxy, ein Kartenspiel, das quasi San Juan in den Weltraum transportiert. San Juan ist ja auch ein Kartenspiel und das San Juan so zu Puerto Rico, das kleine Pendant für unterwegs geeignet und hier wurden die Elemente von San Juan nochmals mitgenutzt, ist ja auch der gleiche Autor hier, Tom Lehmann und dabei hat man allerdings einige neue und deutlich mehr Elemente mit hineingebracht. Race for the Galaxy ist deutlich komplexer, hat eine tolle Symbolik, die, wenn man sie einmal verstanden hat, also die ist nicht ganz leicht zu erlernen, gibt es auch einen schönen Anhang, wo die ganzen Symbole nochmal erklärt werden, dann macht das richtig Spaß. Da gibt es auch einige Erweiterungen dazu, aber schon das Grundspiel, dieses Entdecken, das Handeln und so weiter, also entwickeln, siedeln, das ist hier eine tolle Geschichte. Man muss die Karten für verschiedene
nutzt die Karten für verschiedene Aktionsmöglichkeiten. Also man kann Verschiedenes mit den Karten durchführen und diese ja, Verbindungen der Karten herzustellen und auch zu nutzen, das macht den Reiz von Race for the Galaxy aus. Deswegen muss es auch in meine Liste mit hinein und zwar auf Platz 12. Race for the Galaxy, Abacus-Spiele, Tom Lehmann hier, der Autor. Ja, und dann bin ich schon beim letzten Spiel dieser ersten Reihe, nämlich die Nummer 11. Das ist ein Spiel auch von What's Your Game, vom italienischen Verlag. Signori heißt das Spiel. Und hier hat man zum einen Herren und Damen, die auf den Spielplan an verschiedenen Stellen eingesetzt werden. Auch Würfel spielen hier eine Rolle. Es gibt verschiedene Aktionen, die über Würfel angewählt werden. Hat man sich gut vorbereitet und hat auf seinem kleinen Spielertableau noch einige Gehilfen mit angestellt, dann kann man sogar bis zu 3 oder 4 Aktionen hier mit der Wahl einer Aktion durchführen. Und das ist hier die Kunst, dieses Management der eigenen Aktionen und natürlich auch die Aktionen auf dem Spielplan optimal zu nutzen, seine Leute an die richtigen Positionen zu setzen, um sich zum einen dort Mehrheiten auch zu besorgen und auch eben weitere Aktionen durchführen zu können. Signori, ein ja, Spiel, das vom Anspruch her über Vasco da Gama liegt, also obwohl es ja auch vom gleichen Verlag ist, aber nicht so komplex ist wie manches andere Spiel dieses Verlages. Signori, ein Spiel, das noch häufiger bei mir auf dem Tisch landen wird, weil es mir einfach unglaublich viel Spaß macht, diese Aktionsmöglichkeiten auszuloten und das. Also Signori von What's Your Game auf Platz 11 meiner Lieblingsspiele. Das sind jetzt also die Plätze 20 bis 11 meiner All-Time Top 20 und ich würde mich freuen, wenn ihr fleißig mitdiskutiert, wenn ihr eure Lieblingsspiele hier mit dazu schreibt und vielleicht die ein oder andere Frage noch stellt, warum gerade dieses Spiel auf Platz 13 zum Beispiel ist. Das wäre eine tolle Geschichte und die ersten 10 Plätze, die gibt es im nächsten Video.